Die Daiwa Soltis 5000 habe ich in einem früheren Video bereits ausführlich besprochen. In diesem Video geht es um die Soltis Nero 4000 und dem Vergleich zu den Schwestermodellen BG und Soltis. Dies vorweg, der größte Unterschied liegt wohl in der Farbgebung. Die Soltis-Modelle besitzen den optisch und haptisch schöneren Schnurfangbügel. Die ausschaltbare Rücklaufsperre bei den 4000er-Modellen ist ein Feature, das eigentlich kein Spinnfischer braucht. Die verlässliche und starke Frontbremse ist bei den BG- und Soltis-Modellen identisch. Auch der unergonomische Kurbelknauf ist baugleich. Bei den Modellen kleiner als 5000 sind sogar nur Fake-Lager verbaut, weshalb ich dringend ein Upgrade empfehle. Die Angaben zum Schnurfassungsvermögen von geflochtenen Schnüren passen annähernd. In diesem Tutorial zeige ich, wie man die Spule richtig befüllt. Vom Aufspulen mittels Maschine rate ich dringend ab. Die Wicklung würde in diesem Fall über die gesamte Länge nicht mit der Schnurverlegung der Rolle übereinstimmen. Zudem versuchen viele Händler durch übermäßigen Zug mehr Meter als optimal auf die Rolle zu quetschen. Diese Prozedur endet durch Knotenbildung häufig mit zu wenig Schnur auf der Spule. Vorbildlich ist der Gummiring in der Spule von Daiwa Rollen. Er verhindert das Mitdrehen des Schnurpaketes beim Aufspulen und im Drill. Spult also die Schnur selber auf, dies spart Zeit und Geld. Unter einem konstanten Zug von ca. 1 Kilo wird die Schnur gleichmäßig aufgerollt, bis das Schnurpaket ca. 1 mm unterhalb der Spulenabwurfkante steht. Auch hier gilt häufig, weniger ist mehr. Die Schnurfüllung sollte idealerweise einen absolut geraden Verlauf zeigen. Ist sie an der oberen oder unteren Spulenkante dicker, so lässt sich das bei diesen Daiwa-Rollen durch die beigelegten Unterlegscheiben korrigieren. Die großen Bremsscheiben übertragen eine Kraft von bis zu 8 Kilo bei den 4000er Modellen. Unnötiger, wenn nicht schädlicherweise, befindet sich bei diesen semi-professionellen Rollen ein Schnurclip an der Spule. Der Profi schützt die Schnur und vor allem das Fluorocarbon mit einem Haarband. Über Monate habe ich die Daiwa Soltis Nero 4000 intensiv getestet. Auch meine Guiding-Gäste haben dieser Rolle einige Prüfungen abverlangt. Da ich unabhängig von Sponsoren arbeite, kann ich euch hier ein wirklich seriöses Feedback geben. Mit Verwunderung musste ich zum Beispiel feststellen, dass bei allen Modellen keine Gehäusedichtungen vorhanden sind. Die Rollen sind also nicht im geringsten wasserdicht, was ich bei der Soltis Nero nach einem Pfützenbad feststellte. Eine gewisse Dichtheit erreicht man durch nachträgliches Fetten der Passungen. Das Schnurlaufröllchen ist lediglich bei der Daiwa Soltis Kugel gelagert. Bei der BG und der Daiwa Soltis Nero läuft es auf Teflonbuchsen. Wie sich in der Praxis herausstellte, muss diese Lagerung intensiv gepflegt werden, damit sie in der Praxis auch wirklich rollt. Sand und Salzkörner verschleißen sonst die nicht allzu hochwertigen Messingbauteile. Ich empfehle daher, diese Bauteile regelmäßig auszubauen, mit Wasser abzuspülen, trocken zu reiben und einzuölen. Angesichts der genannten Punkte lohnt es sich nicht darüber zu diskutieren, ob die Rolle nun Max-Sealed-Lager hat oder nicht. Es ist bei diesen Modellen ein reiner Marketing-Gag. Nach der Montage überprüft man, ob sich das Schnurlaufröllchen auch wirklich dreht. An die Halterung des Schnurfangbügels sollte man auch ein paar Tropfen Öl geben. Diese Teile sind relativ korrosionsempfindlich. Fazit: Die Daiwa BG, die Soltis und die Soltis Nero sind nahezu baugleiche Meeresspinnrollen, die an Robustheit und Zuverlässigkeit in dieser Preisklasse kaum zu übertreffen sind. Der praktisch einzige Vorteil der Soltis scheint das kugelgelagerte Schnurfangröllchen zu sein. Daher würde ich zur über 100 Euro günstigeren Daiwa BG raten. Ich hatte mir die Soltis Nero mehr aus optischen Gründen gekauft. Aber auch natürlich ein wenig in der Hoffnung, eine hochwertige Spinnrolle für den jahrelangen harten Einsatz zu erhalten. Doch wer eine Salt Tiger fischen will, der muss auch eine kaufen.